5, 4, 3, 2. Nein! Ich hab doch noch 5 Minuten! Das war vor 5 Minuten, Zwerg! Warte! Bitte! Gut, aber unser Deal ist geplatzt. Nein, warte, Martha! Du kannst reinkommen. Ich bin fertig. Achtung, stillgestanden! Also, wie abgemacht? Ich habe das Bad für dich geputzt. Kann ich jetzt bitte an deinen Computer? Na, meinetwegen. Okay. Los, Captain Schmalzlocke. Wir werden es den Zombies zeigen. Lass uns ein paar Zombies suchen, Partner. Oh, ja. Da hast du's. Und da. Und da. Ja. Erwischt. Diese fiesen Allwürmer können mich nicht aufhalten. Ich werde Prinzessin Stella retten. Machen wir uns auf den Weg in die Kratergalaxie, Partner. Ich bin hinter dir, Captain Schmalzlocke. Hä? Das war's. Weg vom Computer. Aber ich bin endlich in Level 2. Das ist unfair. Unfair. Sogar noch genug Energiezellen für die Reise zur Kratergalaxie und für Level 2, als Martha reingekommen ist. Pech gehabt, Zwerg. Das ist einfach unfair. Sie schuldet mir was. Oh, hallo. Ihr seid da? Ja, wir wohnen hier schon, vergessen. Milch und Kekse? Sind die für uns? Ist das dein Freund? Er ist nicht mein Freund. Wir müssen zusammen an einem Projekt arbeiten. Zusammen. Okay, Sheldon, komm wieder runter. Hier in dieser Küche isst du also? Oh, wow. Lass uns einfach die Sachen nehmen und gehen. Was ist das für ein Projekt? Frühstück machen? Frühstück machen? Ist witzig. Oh, aber du bist hübsch. Lass uns gehen, Sheldon. Wie schön, dass sie auch mal einen normalen Typen mitbringt. Ein echter Hingucker, der Junge. Woran arbeiten die wohl? Au! Pass auf meine Finger auf! Entschuldigung, halt das mal. Oh, endlich mal ein bisschen Ruhe. Martha, mehr Batterien, schnell! Batterien? Das Auto fährt mit Batterien. Okay, lass uns verhandeln. Was willst du? Nenn deinen Preis. Computerzeit, unbegrenzt. Niemals, eine Stunde. 4 Stunden. Vergiss es, dann suche ich woanders nach Batterien. Martha, darf ich mal zwischen deinen Strümpfen suchen? Oh. Okay, gebongt. Darf ich vorstellen? Unser wissenschaftliches Projekt. Was hast du mit Schäden gemacht? Was ist auch wahr? Es ist eine deutliche Verbesserung. Ihr seid echt witzig. Unser künstliche Intelligenzprojekt. Wir nennen ihn Künsti. Das ist ein Anagramm für künstliche Intelligenz.
Das ist kein Anagramm, das ist eine Abkürzung, Sheldon. Hey, eleganter Gang, Künsti. Ja, er ist immer noch geschickter als Jake. Er sieht auch besser aus. Endlich werde ich mal eine gute Note kriegen. Ich schätze, das verdanke ich dir, Sheldon. Sheldon? Mann! Ich fühle mich hier wie zu Hause. Lieber nicht. Hey, Künsti, hör auf damit! Na schön, du willst es nicht anders. Was hast du getan? Du hast ihn umgebracht. Künsti, sprich mit mir. Sheldon, tu doch was. Keine Sorge. Ich weiß, was zu tun ist. Guter Schuss, Partner. Das wird die üblen Viecher noch eine Weile aufhalten. Juhu! Level 2, jetzt geht's ab. Kannst du ihn retten? Computerkabel. DVD. Hey, die Zeit ist noch nicht um. Wir haben einen Deal. Ein Deal. Das ist ein Notfall. Es geht um künstliches Leben oder Tod. Ich denke, er wird schon wieder. Ich habe sogar noch ein paar Verbesserungen programmiert. Kann ich wieder ran und in Level 2? Raus! Wir wollen allein sein. Du willst allein sein? Mit mir? Ganz bestimmt nicht. Ich meinte, jetzt, wo es ihm wieder gut geht, kann ich ihn eine Weile allein überwachen. Und wo gehe ich dann hin? Nach Hause. Und wenn du willst, kannst du auf meinen Anruf warten. Darf ich? Wirklich? Du lässt mich darauf warten, dass du mich anrufst? Du hast schon so viel gemacht. Den ersten Tag pass ich auf Künsti. Auf Wiedersehen, Sheldon. Und Künsti, was willst du jetzt machen? Ha? Au! Darf ich zwischen deinen Strümpfen suchen? Hier riecht es irgendwie nach Toast. Entschuldige, Dad. Klingelt das Telefon? Kollision mit einem Eisberg? Entschuldigt bitte. Was soll's? Jetzt sind wir sowieso auf. Ich toast uns ein paar Bagels. Wenn ich's mir recht überlege, ist es vielleicht besser, wenn wir unseren Toaster nicht wecken. Genau. Vielleicht können wir jetzt in Ruhe weiterschlafen. Ja, wir wollen uns nicht die Nacht um die Ohren schlagen. Soll sie das doch machen. Dann lassen wir die beiden mal allein und nehmen noch eine Mütze Schlaf. Mann, ich bin im selben Raum wie Martha. Es ist schon schlimm genug, dass du nie irgendwas Intelligentes sagst. Aber jetzt ruinierst du auch noch mein Wochenende und meine Bewertung für das Projekt. Sheldon, ich bin so froh, dass du anrufst. Ist das wahr? Wirklich? Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal höre. Kannst du jetzt auf Künsti aufpassen? Das ist der schönste Anruf, den ich je hatte in meinem ganzen Leben. Aber ich kann nicht rüberkommen. Mein Asthma ist grauenhaft. Meine Mom sagt, ich habe mich gestern bei dir zu sehr aufgeregt. Aber du musst heute auf Künsti aufpassen, bitte. Wenn ich rausgehe, Kaka, kann das böse enden. Das Risiko würde ich eingehen. Ich? Ruf dich später an. Jetzt muss ich den ganzen Tag damit verbringen, auf diesen blöden Schrotthaufen aufzupassen. Also, wenn du sowieso beschäftigt bist, kann ich dann an deinen Computer? Vergiss es. Nein, niemals. Oh. Hallo? Hey, einkaufen? Filme? Make-up? Das klingt toll. Dann bis gleich. Was ist mit Künsti? Ich nehme ihn einfach mit. Mann, ein Date mit Martha. Ein Date mit Martha. Das geht nicht. Mit dem kann ich mich doch nirgendwo blicken lassen. Wie wär's dann, wenn ich aufschreibe, was er macht? Und es kostet dich nur ein bisschen Computerzeit. Martha, lies mir was vor. Gut, ich muss los. Bis dann. Ciao. Martha. Kein dreiköpfiger Zombie kommt an Captain Schmalzlocke vorbei. Da hast du's. Eins. Zwei. Drei. Ja! Ich glaube, mein Liebling braucht meine Hilfe. Prinzessin Stella. Martha.
Pfui, Künsti, das ist nicht Martha. Das ist Prinzessin Stella. Noch einmal. Martha! 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 Warte, Künsti! Warte! Hi, Buffo! Hi, Jacob! Was machst du denn so? Ich bin so eine Art Forschungsassistent von Martha. Cool! Was forschst du denn gerade? Martha! Martha! Ist Martha wieder da? Wow! Ein ferngesteuerter Toaster! Ein Besuch bei dir lohnt sich immer. Das ist Marthas Wissenschaftsprojekt. Ein Roboter mit künstlicher Intelligenz. Künsti, sag Hallo zu meinem Freund Buffo. Ah, oh, ich glaube, er mag mich. Ich schreibe auf, dass er noch einen Marmeladenspender braucht. Wow, er verhaftet die Space-Zombies. Darf ich auch mal? Pass ein bisschen auf Künsti auf, dann tauschen wir. Ich bin schon fast in Level 3. Hm, er tut nicht gerade viel, oder? Kommt drauf an. Ach, und worauf? Hilfe! Darauf! Halt ihn fest, Buffo! Du musst mir helfen! Geht nicht! Captain Schweinfurt rettet gerade Prinzessin Stella aus der Kraterschlucht! Tu doch was! Hm. Reg dich ab, Künsti, dir wird zu heiß. Dein Toast verbrennt, ob schwarz oder weiß. Du brätst dein Laufwerk und dann stürzt du ab. Und dann wird der Schrottplatz zu deinem Grab. Es hat funktioniert. Du bist genial. Das ist eine Gabe. Und ich habe die Gabe, dass ich in Level... Guter Schuss, Partner. Ich schätze, das bringt dich zu Level 3. Geschafft, Buffo. Level 3. Hey, danke, Künsti. Kann ich dazu vielleicht noch ein Glas Milch bekommen? Willst du auch einen Toast, Jake? Nein, danke. Jetzt gibt es Kekse und Milch. Level 3 zu erreichen ist was zum Feiern. Was ist das? Künsti! Ich schätze, ihr habt keine Milch mehr. Buffo! Künsti, sag irgendwas! Oh nein! Martha wird mich umbringen. Wir müssen ihn unbedingt reparieren. Komm! Also, Sheldon hat das Computerkabel da reingesteckt. Dann drücke ich die Taste und kreuze meine Finger. Er ist wieder ganz. Alles okay. Toll, dann bin ich jetzt an der Reihe. Pass auf, Buffo. Dreiköpfige Space-Zombies. Wie kann ich sie bekämpfen? Fessel die Widerlinge einfach mit deinem Space-Lasso. Danke. Hey, es funktioniert. Woher weißt du das? Das gefällt den Viechern überhaupt nicht, wenn du sie in den Knast sperrst. Knast sperrst. Hey, hör auf, Künsti. Nein, das ist schon okay, Jacob. Künsti kennt sich gut aus. Ja, aber warum? Oh nein, ich habe vergessen, CDs zu tauschen. Ich habe ihm Kung Fu Space Zombies in seinen Speicher geladen. Super, dann bringt er uns zu Level 4. Nur wenn er uns nicht vorher wie Space Zombies zusammenschnürt. Lauf, lauf! Ja, diese widerlichen Space Zombies haben überhaupt keine Chance gegen Captain Schwanzlocker. Nein, hör auf, Künsti, bitte! Ich werde Prinzessin Stella befreien. Egal, was passiert, also geht mir lieber aus dem Weg. Lass ihn nicht raus! Yeeha. Da geht Marthas Projekt den Bach runter. Und mein Leben. Wenn wir ihn je wieder einfangen, sollten wir den Bräunungsgrad ein bisschen runterdrehen. Gewonnen! Von wegen. Meins ist näher dran. Ach ja? Wollen wir es auskämpfen? Klar will ich das auskämpfen. Warum würde ich denn sonst spielen? Leute, Leute, muss denn alles immer mit Gewalt gelöst werden? Also über den Daumen gepeilt? Ja. Prinzessin Stella? Habt ihr das gehört? Dreiköpfiger Zombie. Wer ist das? Ist doch egal. Den zerreißen wir doch mit unseren bloßen Händen. Du bist erledigt, Blechhaufen. Ich bin Captain Schmalzlocke. Und ihr Widerlinge wollt wohl unbedingt verprügelt werden. Er redet? Reiß bloß nicht die Klappe auf, Nieten. Hey! Wir zeigen's ihm! Ja, da warte! Ich bin kein Tor! Hier ist keine Spur von ihm.
Ich weiß nicht recht. Habt ihr vielleicht so ein komisches elektronisches Männchen gesehen? Mit einem Kopf wie ein Toaster? Oh oh. Hey, da! Oh nein! Künsti denkt sicher, die beiden sind blutrote Zombies, wie in dem Spiel. Und deshalb scheucht er sie auf die Toilette? Daran kann ich mich aber nicht erinnern. Nein! Er denkt, dass er sie in den Knast gesperrt hat. Entschuldigung, ich kann's erklären. Naja, nicht wirklich. Guten Appetit. Komm schon, Buffo. Wir müssen ihn aufhalten. Künsti! Künsti, halt! Jacob? Wir testen nur seine Fähigkeiten auf, Baumaschinen. Oh, Jacob! Du Dusselkopf! Prinzessin Stella! Wirst du es denn niemals lernen, Jacob? Martha, pass auf! Ah, nein! Künsti, hör auf damit! Wir müssen Martha befreien! Los, komm schon, volle Kraft voraus! Bin unterwegs, Jacob! Bleiben Sie stehen, was wollen Sie hier? Hör auf! Bind mich sofort los! Künsti, helfen Sie mir! Wenn Sie sich bitte erst mal ausweisen würden. Sie lassen einen sprechenden Toaster durch die Sicherheitskontrolle? Nein, Miss. Erst nach unserer Kaffeepause. Heute musst du zahlen. Bind mich los! Hilfe! Helfen Sie mir! Entschuldigung, haben Sie meine Schwester gesehen? Und einen Bulldozer? Tut mir leid. Kaffeepause. Und einen Toaster, der Künsti heißt? Und Donutpause. Mann, die Schokoladenstreusel werden auch immer weniger. Ja, und die Löcher werden auch immer größer. Sieh dir das an. Ich kann hier zwei Finger durchstecken. Es müsste eine Größenbegrenzung für Donutlöcher geben. Sie heben jeden Augenblick ab. Genau in 12 Sekunden. Sagen wir 11. Nein, 10. Ups, nein. Komm mit, wir müssen sie aufhalten. Komm! Puh, das war knapp. Sehr knapp. Weiter so, Jake. Dafür kriegst du 15 Minuten extra auf meinem Computer. Nicht weit her mit deiner künstlichen Intelligenz, ha, Mr. Toasterkopf? Ich muss Prinzessin Stella retten. Wer ist Stella? Er zieht an meiner Unterhose. Oh nein, die Uhr läuft wieder. Martha fliegt ins Weltall. Vielleicht bringt sie dir ein T-Shirt mit. Ich muss sie zurückholen. Was mache ich bloß? Was mache ich bloß? Wow, wie das größte Computerspiel der Welt. Genau das ist es. Okay, ich krieg das hin. Komm schon. Langsam, langsam, langsam. Das war's. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Martha ist gerettet. Ich glaube, du hast ein Freispiel gewonnen. Ach, nicht zu fassen. Was für ein Albtraum. Willst du dich gar nicht bedanken? Ich hab dir das Leben gerettet. Bedanken? Ich werde eine 6 bekommen und das ist alles deine Schuld. Deinetwegen denkt Künsti, dass er ein Cowboy ist. Ein Space Cowboy genau genommen. Sekunde. Du solltest doch eigentlich auf Künsti aufpassen. Aber du wolltest lieber shoppen gehen. Und du solltest ihn in der Zwischenzeit überwachen. Kannst du nicht Sheldon anrufen, damit er wieder die richtige Software drauflädt? Oh, so schlimm ist eine 6 auch wieder nicht. Du kriegst ihn wieder hin, oder Sheldon? Du bist so schlau, du kannst alles reparieren. Oh, er denkt, er ist ein Computerspiel. Ach das kann ich erklären. Das ist Jakes Schuld. Weißt du, was das bedeutet? Dass wir eine 6 bekommen? Das bedeutet, Künsti funktioniert besser, als wir erwartet haben. Seine Fähigkeit, die Daten aus dem Computerspiel an echte Situationen anzupassen, zeigt, dass die künstliche Intelligenz funktioniert. Also, kriegen wir eine 1? Das muss gefeiert werden. Oh. Sheldon? Du gehst nach Hause und ich feiere. Ich denke, ich habe meine Zeit verdient. Ein Deal ist ein Deal, richtig? Ja, richtig. Und hier ist der Deal. Du schuldest mir was für die ganzen Schwierigkeiten und den Ärger. Und besonders für die zusätzliche Anwesenheit von Sheldon. Also bevor du dich an meinen Computer setzt, geh schrubben.
Das ist unfair! Unfair! Hast du ein Problem damit? Wende dich an ihn. Das werde ich tun. Das machst du super, Künsti. Wenn du fertig bist, kannst du meinen Rücken schrubben. Danke! Hi, Künsti. Wie war dein erster Tag in der Schule? Das ist gar nicht komisch. Oh, oh. Was ist passiert? Hat er den Direktor mit Toast beschossen? Schlimmer. Bist du durchgefallen? Schlimmer. Aber was kann denn noch schlimmer sein? Sie macht nur Spaß. Martha und ich waren so gut in unserem künstliche Intelligenz-Projekt, dass wir beide jetzt eine ganze Woche zusammen auf der Wissenschaftsmesse verbringen dürfen als künstliches Betreuer. Juhu! Juhu! Eine ganze Woche? Eine ganze, geschlagene Woche. Und während du weg bist, kann ich dann an deinen Computer? Das lasse ich Künsti für mich beantworten. Künsti? Okay, okay. Ich gebe dir Zeit zum Nachdenken.